heute ein anderes Experiment. Und zwar möchte ich heute mal so ein bisschen Wellenbewegung im Bild festhalten. Und da Wellen auch was mit Wasser zu tun haben, habe ich die Farben heute etwas verdünnt mit Wasser. Und da habe ich mir einfach den Umschlag zunutze gemacht, dass manche Großtuben, wenn sie leer sind, da kommt halt nichts mehr raus. Und dann fülle ich da Wasser rein und schüttel das ein bisschen und lasse das stehen über Nacht. Und dann hat man flüssige Farben, die man dann auch noch verwenden kann. Und so wird die Tube auch ganz leer, beziehungsweise die Flasche. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß planen. Und zwar habe ich mir die Farben schon verdünnt hier in diese Näpfchen reingetan, die ich mir immer verwahre halt. Diese Plastiknäpfe und dann brauche ich noch ein bisschen Wasser, um das Ganze dann nachher auch noch ein bisschen fließen zu lassen. Und möchte also teilweise doch nass in nass oder nass auf trocken arbeiten. Und die Palette der Farben ist eigentlich egal, weil es kommt nicht darauf an, dass es jetzt ein realistisches Bild von Wasser, von Meer, von See ist, sondern es soll einfach diese Bewegung mit ins Bild gebracht werden. Und ich probiere das jetzt einfach mal und es gelingt oder es gelingt weniger gut. Wir werden es sehen. Ich beginne mal einfach mit dem Blau und habe jetzt hier einen Flachpinsel. Ich habe ja verschiedene Flachpinsel noch und einen etwas spitzeren Rundpinsel genommen. Das tropft auch schon und das heißt, jetzt fangen wir an und zwar lege ich erstmal die Seite des Flachpinsels auf und dann drehe ich den einfach nur so ein bisschen. So. Und so kann ich jetzt auch mittendrin anfangen, verschiedene Spuren machen. Kann ganz schmal werden und wenn ich den flach auflege, dann wird er wieder breiter. So, wieder flach und schmal. So mache ich einfach verschiedene Spuren hier. Nehme ich noch mal ein bisschen Blau, fange mal mit den Breiten an. So. Hier oben kann ich noch ein bisschen nachlegen. Wir können ja nach oben hin einfach einen etwas schmaleren Pinsel nehmen. Dann werden die Spuren auch schmaler. Ich nehme mal so einen schmalen Flachpinsel. So. Und die Abstände auch ein bisschen verringern, dann hat das so ein bisschen tiefer. Also vorne die Abstände etwas größer und hinten machen wir einfach etwas kleinere Abstände. So, um dem Ganzen jetzt schon so ein bisschen Effekt zu verleihen, sprühe ich jetzt mal hier so ein bisschen drüber mit der Sprühflasche. Vielleicht an anderen Stellen noch hier oben, dass das so ein bisschen rausläuft. Manches ist schon getrocknet, wie man sieht. Okay, wir lassen das jetzt mal so ungleichmäßig und widmen uns einfach der nächsten Farbe. Und wir können uns jetzt aus dem Blau, indem ich da so ein bisschen von dem Gelb zugebe, aber ich muss natürlich gucken, dass ich das nicht so sehr vermische, gebe ich da noch ein bisschen Gelb zu. Mache ich mir da so ein Grün draus. Das könnte man machen. Und hier jetzt einfach nochmal Spuren anlegen. Die können auch ganz zart sein. Das muss nicht unbedingt so dicht sein, so leuchtend. Jetzt nehme ich mal so einen feineren Pinsel und mache mal hier so ein bisschen gelbe Wellen dazwischen. Die sind jetzt schon etwas bewegter. Ich lege die jetzt auch teilweise schon über die blauen. Oder die berühren die blauen dann schon mal. Den Pinsel mal gerade
Also mal auf der Kante führen und mal mit der Breitseite führen und dann drehen. So, ich nehme jetzt mal einfach ein bisschen von dem Orange da noch bei. Ich fange auch in der Mitte einfach schon mal an. So, jetzt könnte ich unten eigentlich noch mal so einen breiteren Pinsel nehmen. Hier oben noch mal ein bisschen schmaler machen. Wir können ruhig bis oben hingehen. Wir können das ja nachher wieder abdecken, wenn uns das zu viel wird. So. Jetzt mache ich mal Linien einfach, und zwar nehme ich jetzt mal diesen kleinen Rundpinsel und nehme mal so ein bisschen von dem Braun, was ich da hinten habe. Das muss ich allerdings noch ein bisschen verdünnen. So. Und kann mir hier so einzelne Linien noch reinmachen. Nicht zu viel. Mal schauen einfach, wie das aussieht. Der Pinsel nimmt auch aus den anderen feuchten Farben noch was mit, sozusagen. Und ich drehe den einfach so ein bisschen und lasse den einfach so locker übers Papier gleiten. So. Jetzt könnten wir uns eigentlich noch mal ein bisschen Blau dazu nehmen. Da muss ich noch mal gerade den Pinsel weg. Etwas breiteren Pinsel. Und hier so im Frontbereich. Dann dieses Blau noch mal zum Tragen. Ganz zum Schluss habe ich jetzt mir noch ein bisschen Weiß mit Wasser verdünnt und habe mir so eine Zahnbürste genommen und wollte jetzt eigentlich so hier im vorderen Bereich in einigen Stellen noch so ein paar weiße Spritzer, was so ein bisschen Gischt oder so aussieht. Upsala, das war jetzt nicht beabsichtigt. Die waren zu groß, diese Spritzer. Nehmen wir die mal wieder weg. Also die Zahnbürste nicht ganz so feucht machen. Vielleicht am Papier ein bisschen ausstupsen, dass sie nicht schon tropft vorher. Und dann einfach so ein paar Spritzer rein. Konnte eigentlich noch ein bisschen dicker sein. Ja, genau.
Hier nochmal ein Blick aufs Bild und man sieht deutlich, die Perspektive wird verstärkt dadurch, dass vorne einfach dunklere Farben aufgetragen sind. Nach hinten wird es halt heller, habe ich halt mit mehr Weiß drüber gearbeitet. Und auch in der unteren Schicht einfach mit mehr Wasser. Ja, und vorne waren halt die Wellenberge größer, dadurch, dass ich einen breiteren Pinsel genommen habe. Und hinten halt einen schmaleren Pinsel, dann werden die Wellenberge kleiner. Dadurch entsteht auch so eine Art Perspektive oder eine Tiefe. Das Hell-Dunkel innerhalb der Wellen entsteht halt durch die Überlagerung der verschiedenen Farben. An einigen Stellen überlagern sie sich, an anderen Stellen weniger. Wichtig ist auch, dass ihr nicht alles komplett zumalt, sondern dass das Helle des Papierweißes, also das, der Papieruntergrund, an einigen Stellen halt wirklich noch hervorblitzt. Und ja, damit es dann auch einfach lebendig und nach Reflexion aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten.